Das war ein bitterer Samstag für die VSG Altglienicke. Am Ende stand das Aus in der ersten Runde des Berliner Landespokals im Elfmeterschießen. Kapitän Toljai Cerci verschoss den entscheidenden Elfer. Zurück im Liga-Alltag ging es zu Michael Braunes Luckenwaldern, die wie die Berliner mit einem Sieg und einer Niederlage in die Saison starteten. Es dauerte etwas bis zur ersten wirklich großen Tormöglichkeit Mitte der ersten Hälfte. Flanke von Manske und Vierling grätscht rein in der Mitte. Gefährlich, aber nochmal gut gegangen. Luckenwaldes Torhüter Kevin Tittel wäre wohl auch da gewesen. Fast im direkten Gegenzug. Luckenwalde macht es schnell über Jordan Winter. Kein Abseits. Winter, aber Lino Kasten mit starker Parade. Der 22-Jährige, der nach dem Abgang von Leon Bethke in der Sommerpause zur neuen Nummer 1 wurde. Direkt im Anschluss die Ecke, segelt rein von der rechten Seite und die VSG Altglienicke kann das nicht so wirklich klären. Der Ball bleibt immer in Strafraumnähe, flippert da ein bisschen rum. Niklas Geisler nimmt ihn direkt hier im Hintergrund zu sehen. Der Ball kracht an die Latte. Das ist ein ordentliches Fund gewesen. Starke Aktion. Luckenwaldes spielerischer Ansatz klar zu erkennen in dieser Partie. Aber das kann dann eben auch mal schief gehen. Toljai Cerci nimmt diese Einladung dankend an. Lässt sich da natürlich nicht zweimal bitten. 1:0, 27. Minute. Der Fehlpass kam von Vierling, weil Altglienicke auch gut anlief. Das machten sie die ganze Partie über. Und dann passt der Abschluss mit der Innenseite. 1:0 für die Gäste. 7 Minuten später ähnliches Bild. Luckenwalde spielt sich den Ball im eigenen 16er zu. Edgar Kaiser lässt Gogia aussteigen, aber dann eben auch er mit dem Fehlpass. Manske mit dem Ball auf Cerci, der legt nochmal ab für Akaki. Gogia 2:0 Altglienicke, noch vor der Pause. Der Neuzugang aus Dresden, technisch schön anzusehen, wie er sich den Ball da runterpflückt. Akaki Gogia baut die Führung aus. Der FSV Luckenwalde keineswegs geschockt, machte weiter. Es gab noch eine Abschlussmöglichkeit, erneut durch Niklas Geisler. Wieder ist Lino Kasten zur Stelle. Auffällig in der ersten Hälfte Niklas Geisler. Und auch die VSG wollte nachlegen. Flanke von Manske. Dann stehen sich Bulang und Gogia am Weg. Abgelegt nochmal auf Toljai Cerci. Links, rechts, Abschluss. Kevin Tittel ist zur Stelle. Mit dem ersten Saisontor für Cerci natürlich noch leichter, sich da im Strafraum so zu winden, so zu drehen. Er begann wieder zu zaubern, wie in der letzten Saison oft gezeigt. Kurz vor der Pause auch nochmal der Versuch mit der Hacke. Die Flanke kam übrigens von Akaki Gogia. Da scheint ein neues Duo heranzuwachsen. Danach war Pause, einiges los auf dem Feld. Es nieselte in Luckenwalde. Temperaturen trotzdem äußerst sommerlich und mit sommerlicher Frische kann man sagen, spielten es die Gäste dann auch erstmal weiter in der zweiten Hälfte. Das ist wieder Akaki Gogia, der ein richtig gutes Spiel machte. Einmal mehr Kevin Tittel zur Stelle, der Luckenwalde vor einem höheren Rückstand bewahrte. Partie blieb offen. Luckenwalde nach Ecke Altglienicke mit einem Konter. Niklas Geisler treibt den Ball voran, spielt im perfekten Moment auf Tim Goeth. Jordan Winter mitgelaufen. Winter mit dem Anschlusstreffer. Eine gute Stunde rum und da hat das eilig, na klar. Bereits sein 5. Saisontreffer am 3. Spieltag. Klar, durch den Viererpack am 1. beim 6:0 gegen den BRK. Stark vorbereitet von Geisler mit dem Außenriss auf Goeth, der dann noch den Ball irgendwie rüber bekommt zu Winter. Der Neuzugang aus der Jugend von RB Leipzig netzt den Ball ein. Rüber auf die andere Seite. Na klar, Altglienicke wollte das nicht auf sich sitzen lassen. Zweimal stark pariert von Kevin Tittel, der heute richtig gut aufgelegt war. Der Anschluss brachte Altglienicke keineswegs aus dem Konzept. 74. Minute. Es geht wie so oft über Cerci. Gogia mitgelaufen. Und das ist einfach traumhaft. Doppelpack für Akaki Gogia.
Und wie er das macht. Traumhafter Schlenzer in die lange Ecke. Der 2-Tore-Abstand wieder hergestellt. Und in der 82. Minute, da funktioniert die Kombi auch nochmal andersrum. Das ist Gogia, chippt den Ball auf Cerci. Meine Herren, das 4:1, es war der Endstand. Und der Schlusspunkt einer Cerci Gogia Gala im Luckenwalder Werner Seelenbinder Stadion. Altklinike rehabilitiert sich nach der Pokalniederlage vom Wochenende. Wir wollten von der ersten Minute da sein, wir wollten aggressiv sein, wir wollten das umsetzen, was wir uns in der Woche vorgenommen haben. Das haben wir gemacht und am Ende hat es dann natürlich, wenn es dann so aussieht, ja, es hat Spaß gemacht, aber Tore schießen macht immer Spaß, egal wie der Ball reingeht. Ja, Hauptsache das Ding ist drin. Ja, natürlich, hinten raus hatten wir vielleicht ein bisschen mehr Spaß, aber am Anfang war das gar nicht unser Ziel. Wir meinten, wir wollen in die Zweikämpfe reinkommen. Das haben wir auch gemacht und weil wir es gemacht haben, konnten wir hinten raus halt dann auch unser Spaßfußball spielen, sage ich mal. Ja, so deutlich wie das Ergebnis aussagt, war für mich gar nicht. Ich glaube, in den ersten 20, 25 Minuten bis zum 0-1 waren wir eigentlich sehr gut im Spiel. Müssen auch ein Tor erzielen, auf jeden Fall. Ja, da hat man haben wir im Aufbau einen Fehler gemacht. Dieses Risiko nehmen wir jetzt hier in Luckenwalde. Das ist ein Prozess, da müssen wir uns auf jeden Fall verbessern. Ginnick hat natürlich die Klasse sofort zu bestrafen. Das hat die junge Truppe von Michael Braune heute schmerzhaft erfahren müssen. Altklinike zaubert sich zu einem 4:1-Erfolg in Luckenwalde.